So, wir sind wieder da mit The Crew und hoffentlich heute mal fail-frei. Oh, letzte Folge war ja Rage-Modus wieder hier. Das Vieh wäre jetzt eigentlich platt. Naja. Bin mal gespannt. Sturzflug. Rallye brauchen wir mal wieder. Oh, Fahrzeugstufe 545, alles klar. Läuft bei euch, ihr Spinner. Und Tim nimmt nie eine Mission an. Er kann wohl nicht. Ach, ja, wir sind gerade mal 11 Punkte darüber. Gold wird wohl nichts, vielleicht haben wir Glück und Meteorbogen reißt was für uns raus. Okay, 5-10s. Ihr habt alle eure Rallye-Wagen. Heute verdienen wir ein bisschen Geld. Fahrt zum Übergabepunkt. Gehören die alle zu meiner Crew eigentlich? Gib Gas, Alex. Ja, aber da passiert. Meteorbogen mit Satans Camaro, Stufe 666. Und wir hier wieder mit Satans Unglück. Da wie schalten diese Fahrzeuge eigentlich? Sind die ein bisschen schwerbehindert? Wenn die manuelle Schaltung nicht hier das System so durcheinander bringen würde. Könnte man damit leben. Die Gruppe legt ein gutes Tempo vor, Alex. Haltet es und ihr liefert pünktlich ab. Rox, deine Schwester. Möchtest du darüber reden? Was soll ich sagen? Als ich sie nicht finden konnte. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Aber zu wissen, dass sie tot ist. Es ist so unwirklich, weißt du? Ich weiß. Oh, habt ihr heute gemeinsam? Wieder eine Liebesbeziehung, Bruder tot, Schwester tot. Hä? Wollt das nicht treiben, wild im BMW Z4 Rallye? Ja, gut gefedert ist das Ding. Komm schon, Alter. Was haben wir denn da vorne wieder für ein Power-Moped vor? Oh. Jetzt schon wieder so ein Hammer ist, ne? Ja, gib Gamil. Dein Nitro. Ja, komm, bechill deine Base, du komischen Karren, du. Wenn du Schiff findest, was machst du dann? Ihn zahlen lassen. Für Dayton und für deine Schwester. Und das ist der beste Weg? Dir einen Namen machen, Tattoos holen, bis du ihm nahe bist? Ist es. Dann werde ich dir helfen, wo ich kann. Du näherst dich dem Treffpunkt. Der Kurier ist ungewöhnlich. Wird dir gefallen. Ungewöhnlich, wird mir nicht gefallen. Ja, der sollte ihn nicht nur zahlen lassen mit seinem Leben, auch sein Vermögen sollte er kassieren, damit wir uns schöne Autos kaufen. Das wäre doch mal echt ein Deal, oder? Vermögen und Leben. Mit dem Leben zahlt er für den Bruder, mit dem Vermögen für die Umstände. So, hoffentlich ist das Silber oder Gold. Relativ fehlerfrei gefahren. Naja, am Anfang ein paar Crashs wieder mal, aber Komfort. Na. So, komm schon. Jetzt stürzt nicht wieder ab hier. Ich sag
gar nichts mehr dazu. Also ich könnte jetzt schon wieder alles Mögliche durch die Gegend werfen, aber das habe ich mir ja abgewöhnt. Ne? So extrem behindert lasse ich mich jetzt davon nicht aus der Fassung bringen. Aber ja, ich kann dazu sagen, behindert. Ne? Ja, freest du erstmal wieder schön, du behinderter Ladebildschirm. Ja, natürlich fahren wir das Rennen nochmal. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ey. Warum auch nicht? Ja, ja, kein Problem, Ubisoft. Ist super gelaufen, ne? Oh ja, ja, oh ja, ich feiere es, geil, ja, 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 du konntest der Crew nicht beitreten, ja, ist das erotisch oder ist das erotisch? Das ist definitiv die letzte Folge für heute, ich hab keinen Bock mehr auf diese Server-Action hier. Session beende ich nach der Folge. Halt's Maul! Boah. Ist nicht euer Ernst, ey. Es gibt einen neuen Spieler. Halt deine schäbige Schnauze. Komm, lade schneller. Warte, warte, bist du okay? Tut mir leid mit deiner Schwester, Rox. Du musst das nicht tun. Du bist hinter Schiff her, richtig? Mit Missionen wie dieser kommst du an ihn heran. Fahr zur Stelle auf dem GPS. Musste ich mir das jetzt anhören. Ne? Gib Gas, Alex. Kein Noss. Keine freie Fahrt. Schon wieder derselbe Bullshit hier. Ist das euer Ernst? Das, ohne Scheiß. Das kann man mir gar nicht mehr übel nehmen, weil ich hier so am Ausrasten bin. Diese Technik heute wieder, ne? Ist einfach nicht auszuhalten. Man kann hier nicht in Ruhe irgendwas machen, ohne dass ständig irgendwelche Probleme sind. Die Server sind nicht erreichbar. Die Gruppe legt ein gutes Tempo vor, Alex. Haltet es und ihr liefert pünktlich ab. Rox, deine Schwester. Möchtest du darüber reden? Was soll ich sagen? Als ich sie nicht finden konnte, ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Aber zu wissen, dass sie tot ist, es ist so unwirklich, weißt du? Ich weiß. Ja, ja, ja. Komm, sei ruhig da. Ah. Wahrscheinlich hätten wir vorhin sogar noch Gold in letzter Sekunde gehabt. Und diesmal kommt gleich wieder irgendwo der Fail des Jahrhunderts. Ich werde langsam mal meine Vorteile ein bisschen ausschöpfen. Müssen wir auch mal drauf eingehen, ein bisschen. Am besten, ja, Gelände und Rallye. Weil mit Performance und so kommen wir relativ gut klar. Du musst ein bisschen Tempo machen. Du musst mal ein bisschen deine Fresse halten. Deine Schwester geht mir so krass am Arsch vorbei. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Was ich dann mache, dann reiß ich ihm die Eier ab. Entschuldigung. Oh, ey, das kann doch nicht... Nee. Die Serverabstürze, so haben wir heute schon wieder den Rest gegeben, ey. Ich kann gar nicht mehr ruhig werden. Gleich erstmal Minecraft Livestream. Lalalala. Okay, 5-10s. Ihr habt alle eure Rallye-Wagen. Heute verdienen wir ein bisschen Geld. Fahrt zum Übergabepunkt. Oh. Gib Gas, Alex. Oh mein Gott, jetzt müssten Mitty kommen. Ich würde den auseinandernehmen, ne? Ich würde den zerstören. Das wäre jetzt der Rest. Ganz entspannt. Mann, verpiss dich! Verblende mir nicht die Sicht hier. Das ist Rage Gaming vom Feinsten. Alter, du Hurentor! So, letzter Versuch. Wenn nicht,
Ne, feier diese Xbox One ihr Jubiläum auf dem Bordstein meiner Straße hier. Gib Gas, Alex. One-Way-Ticket gibt's dann für die One. Oh Gott, ist das ein Scheiß heute. Ist nicht wahr, also ich krieg echt zu viel hier. Konzentrier dich, Onkel! Konzentrier dich! Die Gruppe legt ein gutes Tempo vor, Alex. Haltet es. Bla 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 bla, komm schon, sei ruhig. Mein Auto kommt aber nicht aus dem Arsch. Was soll ich sagen? Es ist ein Sportwagen für die Straße und ich baue ihn zum Rallye-Wagen um. Ich bin ja auch so ein Held, ey. Aber zu wissen, what the fuck? Es ist so unwirklich, weißt du? Ich weiß. Boah, dann geh und friss einen Snickers, wenn das so unwirklich ist. Führ die Meute an, Alex. Mann. Ja, ich fühle sie an. Die Krüppel. Ich versuch's. Ich bräuchte so ein Adder aus GTA. Die kommen im Gelände super gut klar, ja. Himmel. Arsch und Vulkanbruch. Was? Ich sei doch ruhig, halt die Fresse. Dieses Auto hat keine Lust, Tempo zu machen. Wenn du Schiff findest, was machst du dann? Ihn zahlen lassen. Für Dayton und für deine Schwester. Oh, Baby! Boah! Wenn du ihm helfen kann. Versuch es ein. Verficktes letztes Mal. Ich starte übrigens nur neu, weil ich Gold will oder Silber. Was zur Hölle ist denn heute nicht richtig? Weg, verpisst euch, weg. Macht Platz. Ja, natürlich, du blöder Hurensohn. Ja, vorbildliches Spielen und das Niveau fehlt heute einfach an jeder beschissenen Ecke hier auf diesem Kanal. Ich bin in vollem Herzblut dabei. Mein Herz ist aber gerade Benzin am Pumpen, anstatt Blut. Scheiß jetzt drauf, ohne Kack, ich will dieses Rennen hinter mich bringen. Dann hauchen halt nur Silber. Silber muss drin sein, sonst kriege ich einen Anfall. Deine Schwester. Möchtest du darüber reden? Was soll ich sagen? Als ich sie nicht finden konnte. Mach doch mal dein schäbiges Maul zu. Mein Gott, Alter, die sind einfach alle viel schneller. Boah, ich hätte mir genauer überlegen sollen, was ich hier als Rallye-Wagen nehme und was nicht. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Und wenn gleich wieder der Server abspackt, ne? Boah, dann ist vorbei. Dann gehe ich GTA Online mal besuchen als Rage Onkel. Mehr als Rage Onkel. Rage Onkel ist dagegen ein Pony. Entweder ist die Fotze jetzt auf einmal urschnell oder der Wagen hier ist einfach nur noch ein totales Wrack. Führ die Meute an, Alex. Vor außen rum wieder, das war ja zum Kotzen hier. Wenn du Schiff findest, was machst du dann? Ihn zahlen lassen. Für Dayton und für deine Schwester. Und das ist der beste Weg? Dir einen Namen machen, Tattoos holen, bis du ihn da bist? Ist es. Dann werde ich dir helfen, wo ich kann. Du näherst dich dem Treffpunkt. Der Kurier ist ungewöhnlich. Wird dir gefallen. Der Wagen, Alter, der rutscht und flutscht nur, ey!
Die haben null Grip auf dem Scheißgelände. Wofür habe ich solche Reifen? Oh, also so ein Rage-Modus, ne? In GTA, das wäre verheerend, ey. Die Server, der ganze Scheiß-Staat San Andreas wäre ausgelöscht. Wenn das kein Gold setzt, ne? Muss wenigstens Silber geben, komm. Sei gnädig zu mir, Ubisoft. Gib mir jetzt bloß nicht wieder ein Timeout. Oh, Baby. Vielen Dank. Mein Gott. Bin trotzdem noch im Rage-Modus. Das gibt's nicht. Aktuelle wenn sie sich einer das an. Okay, du bist jetzt ganz oben. Ein Rennausstatter in Los Angeles hat seine Türen für dich geöffnet. Rennwagen sind das Nonplusultra in Sachen Tempo und Präzision. Sie sind für die Rennstrecke gebaut und erfordern höchstes Können und Kaltblütigkeit. Rennwagen sind ziemlich empfindlich, aber unglaublich schnell. Aha. Tja. Dafür müssen wir nach L.A. Ne, nochmal Hallo sagen, Sky GTA, ne? Ist allerdings ein bisschen anders als in GTA alles hier. Nicht ganz so, wie man es sich vorstellt. Aber man erkennt schon einige Ecken wieder. Ja, dann steht eine Tour durch den Busch hier an. Und wir müssen gucken, was wir für ein Fahrzeug nehmen. Als Rennwagen. Und diesmal, ja, wir haben nicht mehr viele Punkte über eigentlich. Gut. Mein Gott, da will ich doch gar nicht hin. Also wenn jetzt noch ein Ding passiert hier, ne? Dann werd ich bekloppt. Okay, wenn wir Schiff wollen, brauchen wir Coburn, oder? Ich habe Zoes Daten ausgewertet. In Nevada geht irgendetwas Seltsames in Sachen Coburn vor. Da ist ein Muster. Irgendwas. Was? Weiß nicht. Noch nicht. Aber vielleicht eine Spur. Wenn ich etwas rausfinde, melde ich mich. Bleib du bei deinen Schmuggeltouren. Der kickt schon wieder, Alter. Was ist los? Ist nicht euer Ernst hier. Mein Gott, da fliegt die Karre einfach mal nach links. Warum auch nicht? Alter, ey, wie der sich bewegt, ne? Da kriegst du jede erdenkliche Krankheit bei. Alter, will der nicht fahren oder ist der... Alter. Ist überhaupt nicht geeignet für Asphalt, ne? Geht nicht, geht nicht. Der kommt nicht klar, ey. Jetzt, Alter, boah. Ey, Ausweichmanöver kannst du vergessen mit dem Scheiß. Komm weg.